Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zum Gartenbausimulator 2017. Ja. Mit mir, dem Mr. Sick, dem Rixen und dem Faxer Reno. Moin. Und wir stehen hier direkt an meinem Kreuz, wo ich gestorben bin. Mitten in der Nacht. Aber du hast es gefunden. Ich habe es gefunden. Zugegebenermaßen im G-Mod. Sozusagen bin ich durch die Gegend geflogen, weil ich doch nicht mehr so richtig wusste, wo ich jetzt lang gehen musste, aber Transparenz. Wir haben hier das Eisen, was halt enorm wichtig ist. Und vor allem das ganze Essen. Was war das denn? Was heißt denn das ganze Essen? Ne, ich hab ja Essen eigentlich gefarmt. Ja. Bei den Dorfbewohnern oder wo war das? Nee, jetzt nicht bei den Dorfbewohnern, sondern prinzipiell war ich unterwegs halt, um noch mehr Essen zu finden. Und was? Höre ich doch hier irgendwas? Was gab's denn noch bei den Snacken? Was gab's denn noch bei den Snacken? Wenn du was Kartoffeln hast, hast du ja auch vor uns mitgenommen. So, was haben die noch so? Ne, die hatten nichts weiter. Nichts Nennenswertes mehr. So, Goldruder, so eine Bienenkönigin nehme ich mal noch mit. Bienenstock bauen, na eben. So. Keine Ahnung, wie das geht, ne? Ich auch nicht. Ich schon. Gleich mal gucken. So, kann wir mir müssen irgendjemand jetzt den helfen? Gesamten Weg hier, da zurücklaufen. Ich verdresche gerade so einen Mini-Zombie im Haus drin mit einer Erdbeere. Weil mein Schatz. Warte, ich hab Erdbeere erledigt. Boah, what a man. Ja, und diese Viecher haben mich gefressen. Die Sharks, ne? Kommt gleich an hier wieder. Wie viel Hilfs brauchen die? Bist du da? Ich stand im Wasser und er hat mich wieder. Ich weiß es nicht, aber die haben mich übelst schnell down gekriegt. Klein Assis. Also, ich bin so wohl genervt durch dieses Fastfood. Kinder, scheiß auf Obst und Gemüse. Gönnt euch Fastfood. Da seid ihr wohl genährt in eurer Hungerleiste. Genau. Ich habe jetzt auch noch Cheeseburger gemacht, ne? Wenn du das Firm-Tofu machst, dann bleibt ja schön. Sojamilch übrig und aus Sojamilch mit Salz zusammen wird halt Käse. Praktisch. Käse. Muss ich gleich an die Rettungstruppe denken. Hießen die Truppe Rettungstruppe oder Rettungsgruppe? Truppe. Tritra-Truppe. Die Rettungstruppe. Rettet deine Puppe. Hier habe ich als Kind übelst gerne geguckt. Ja, war ja Samson, war ja auch mal so ein übelster Käse-Fan. Ich bin hier im Haus gefangen. Draußen warten die Zombies. Ach, ich habe eine Hintertür. Stimmt ja. ich habe kein Anti-Zombie-Werkzeug. Jo, ich bin gleich da. Und dann bin ich am überlegen, ob wir diese Sojapresse automatisieren mit so ein paar Trichtern und Kisten. Würde sich anbieten. Wieder Trichter und wieder Kisten. Hm? Entschuldigung. Oh, aber männlich, du. Baut hier einer unterirdisch? Kann das sein? Da baut einer. Ich baue gerade den Keller aus, weil ich das Birkenholz brauche. Für die World wollte ich... Wollte ich schon fast sagen. Testosteron aus mir heraus. Wie bist du da runtergekommen? Bist du runtergehüpft? Mhm. Nee, oder? Was denn? Hast du echt gemacht? Was denn? Willst du runtergehüpft? Mit mir? Runtergehüpft? Ja. Waghalsig. Ist ja noch Höhle hier unten, ne? Ja. Hier ist übrigens der Marble Cobblestone in der Kiste hier oben. Ich wollte ja die alte Lagerhalle abbauen, aber da bräuchte ich einen Spitzhack. Ah, die könnte ich eigentlich auch aus Stein bauen, oder? Creeper. Genau. Creepermann. Guck mich nicht so böse an. Das was denn sonst? Creepermann. Wieso? Aus Eisen halt. Oh, der ist schlau. Du weißt, wo sonst aus Eisen? Ja, hält halt länger und geht halt schneller. Ja, ich hab das aus Eisen gebaut. Ach, ihr baut die ganze Zeit immer eure Werkzeuge aus Eisen? Naja, ja. Ich hab einmal eine Spitzhacke aus Eisen gebaut jetzt, aber ja. Oh, du sagst letztens noch, sei nicht so verschwenderisch.
Die Sau. Oh. Ich hab's zischen gehört. Nö, nö, ich versuch den die ganze Zeit zu dir runterzulocken, aber irgendwie, ich krieg das nicht hin. Was denn? Steht er da und kommt nicht her? Nee. Ich habe mich mit dem Krieger ausgetauscht letztes Wochenende. Waren zusammen auf der Kali und er hat gesagt, alles klar, Fexer, ist okay. Sind jetzt Bros? Also, haben wir schon Caterborn, Danbury? Was ist das denn überhaupt? Geht der hinten rum? Ich höre es aber überall zischen. Oh. Perfekt. Was ist denn kaputt gegangen? Feld? Scheiße Lager, ja. Aber das wollten wir eh abbauen, ne? Ja, ja. Ich hab's nicht geschafft, den in das Loch zu schubsen. Ich wollte den als Hilfsarbeiter runterschicken. Das wäre aber geil gewesen. Wollte nicht. War Arbeitsverweigerung. Da. Du hast ja den Balkon immer noch nicht gefixt hier, Hexer. Das schleift. Dachte ich. Das schleift. Junge. Fix mal bitte. Ruhig abfixen hier. Ich kann gerade nicht, keine Zeit hier. Ne? Oh. Ah, ich kümmere mich um das Wort. Ich will mal Wort sagen. Ums Lager 2.0. Das Lager. Lager. Rickson, wo bist du? Ich bin in der Küche. Okay. Diese Tausendfüßler, ey. Ja, da stand gerade einer an der Fackel und guckte die Fackel so an. Ich dachte mir auch gerade so, die Fackel muss geil sein, ey. Ich hab hier noch fallische Gewächse. Wie der lacht. So. Hi. Hi. Hallo. Er spuckt Rüstungsteile. Bitteschön. Nice. Thank you. Eisen brauchst du auch gerade, oder? Jo. Und ich gräbe mir einen Aal mit Steinspitzhacken und so einen Käse. Ich will doch Trichter bauen jetzt. Dafür brauchst du das Eisen, Mensch. Ah ja. Ich muss gerne mal alle. Eine Kirsch gegessen. Oh. So, haben wir das, haben wir das, haben wir jenes. Gucken wir mal nach den Kartoffeln. Achso, was soll denn vielleicht auch mal was essen? Ich habe zwischendurch mal Kartoffeln geerntet, aber ich glaube, es sind zwei Stück. Hast du die ins Lager reingelegt, oder? In der Küche sind die hinten über den Cheeseburgern. Glaube ich. Aber ich glaube, es waren bloß zwei. Aber das Lager ist einfach gnadenlos überfüllt hier. Wir müssen das irgendwie umgestalten, anders bauen. Wir müssen hier unter der Treppe noch welche machen oder so. Ich sehe keine Kartoffeln. Hier, hier, unter deinem gekochten war's. Neben der Wurst. Ach da, ja, 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 danke. Also, tut mir leid, tut mir echt leid, aber dann kann man irgendwie locken. Wieso, was ist denn los? Weil mir zuppelt gerade das Bild. Okay. Es zuppelt blau vor allem. Ordentliches Gezuppel. Wo mache ich denn jetzt hier noch Lager hin? Unter die Treppe, oder? Oder? Ach, du meinst jetzt fürs Essen in der Wohnung? Ja. Na, wir haben doch noch. Haben wir nicht noch? Wir haben doch. Na gut. Muss schon unten sein. Das ist sowas von voll, ey. Na, da wo die Kiste jetzt ist, zum Beispiel, dass du überall Platz an der Wand. Da soll ich noch Essenlager machen? Na, dann mach die Kiste weg und Lager-Dings hin. Oder wir machen extra Lagerraum, das geht auch. Dass ich das in der Küche irgendwie anders. Also die Zwischenwand irgendwie anders platzieren. Na ja, klar. Da musst du das ganze Haus umbauen. Wie sie wollen. Wie sie. Du hast ja hier oben noch die Balken reingemacht. Oh Gott. Na, das wird jetzt kriminell. Das wird, ja. Aber kriminell. Sowas von. Ja. Smooth criminal. Smooth criminal. Geil. Ah, ist das schön. So, mal gucken, wann wir tatsächlich mal auf unsere Höhlenerkundung zugehen. Ja, ich hoffe bald. Das wird so nix hier, ne? Weil Essen haben wir langsam eigentlich gut. Ich brauche
brauchen auch mal Koks? Nee, ich mach mal einen Eimer. Wir müssen draußen mal das Wasser endlich mal fixen. Wie sieht das denn aus eigentlich? Lässt du dich wieder ablenken? Mach ich aus Refined Eisen einen Eimer. Das ist eigentlich, naja gut, reden wir nicht drüber. So. Ja, der hält ja länger, das Lava. Ne, ja, da. Genau. Der hält dann länger. So. Da müssen wir ja als erstes Erde machen. Und dann brauchen wir einen Eimer mit Wasser gefüllt. Haben wir. Mal hier drauf, genau. Das hat sich schon ganz gut geschlossen. Juh. Wo spülst du denn uns hin? Nach hier? Ich denke gerade noch, was man noch für geile Mods noch mit extra drauf machen könnte. Was willst du denn noch mehr? Die haben ja schon alle geilen drauf eigentlich. Da ist ja auch komplett Tacket drauf eigentlich, oder? Nee, Tacket nicht. Nicht? Kannst nicht den ganzen technischen Fortschritt hier machen? Ich glaube nicht. Was bei Tacket oder wie ist das? Ja, Tacket. Das ist auch Tacket, ne? Ja. Was gab's denn da überhaupt so? Was kannst du da überkrassen Scheiß bauen eigentlich? Ne, da kannst du halt so die ganze Maschine halt, so wie das. Konntest du alles automatisieren, wenn du das mochtest. Was, ich glaube, das kannst du auch hier. Über andere Wege vielleicht, aber. Aber ist schon ein cooles Modpack, muss man mal sagen, einfach. Definitiv. Wo ist die Quelle? Ne, jetzt ist alles glatt, oder? So, Jungs, es gibt langsam keine Ausreden mehr, ne? Für was? Für Höhlenerkundungstour. So, back in the game. Ja, ich bin bereit, ne? Ich bin bereit. Kann der jetzt mal... Beförderung, jederzeit. Beförderung. Oh, scheiße, du hast den Film auch gesehen. Das war vor allem in der Serie. War auch in der Serie, okay. Ja. Ich hab das Wasser gestillt. Das war die kleine Schwester da von meiner Freundin und da musste ich irgendwas anmachen bei Netflix und habe ich hier SpongeBob den Film einfach mal angemacht. Okay. Weil ich das mag irgendwie, keine Ahnung, kann ich auch nicht aufziehen. SpongeBob ist jetzt geil. SpongeBob ist cool. Nee. Doch. SpongeBob. Naja, und dann hat er die ganze Zeit rumgesungen, ich bin bereit, Beförderung, ich bin bereit, Beförderung. Und dann wurde er leider nicht befördert. Aber SpongeBob. Übelst traurig. So, jetzt geht's wieder bei mir hier. So, ich habe hier unten noch, was ist das? Steinsalz. Sollte ich mitnehmen, ne? Ja. Yep. Okay. Nehmen wir den Salz mit. Den Salz. Nimm mal den Salz mit. Okay, jetzt brauche ich die Kisten. Wo waren die denn jetzt schon wieder? Drüben im Lager, glaube ich. Wie gesagt, wenn du sagst, geht's los, ne? Jo, also ich mach gerade übel viel Essen. Deswegen gibt's keine Ausreden mehr. Nee, hier sind die nicht. Scheiße, hab schon alles hingepackt. Ich habe irgendwie vergessen, die Minecraft-Mucke auszumachen, aber machen wir beim nächsten Mal. Das hier auf dem Feld? Ah, Sojabohnen. Sojabohnen. Unterstützt das ja eigentlich nicht so, dieses ganze vegane Zeug, ne? Aber irgendwie schon. Aber irgendwie hast du Gefallen drin gefunden, ne? Ja, ne? Unterstützt das ja eigentlich nicht. Ist halt einfacher, ne? Ja, also, wenn man es einfach haben will im Leben, ne? Man sagt ja immer so, du schlägst wie ein Veganer oder so, weißt du? Da gibt es ja so die diversen Sprüche. Ach so, kenne ich gar nicht. Aber ein Vorteil haben die Veganer, ganz klar. Denn ihr Essen kann nicht wegrennen. Okay. Ja.
ein paar Toasts machen. Rixon, wo bist du? Hier. Ihr habt ja mal noch den... hab ich dir den richtigen Atlas hingeschmissen? Nee, hab ich nicht. Gib mir mal meinen Atlas wieder. Ah, das ist mein Atlas. Ich hab keinen. Da. Ich hab doch einen, hä? Nee, du... Ach, du hast ja den vorhin von Fetzer. Ach so, aus dem Regal, ja, stimmt. Mal gucken, ist der jetzt so schön aufgedeckt? Oh ja, da steht schon was drin. Da ist ein Bett zu Hause und das Village. Oh, cool, ja. Ist alles eingezeichnet. Ja, der gehört jetzt mir. Alles schon gemarkt, ne? Genau. Und da unten ist das Wasser, da bist du von Haien gefressen worden, okay. Yep. Nice. Sharknado. Was? Oh, da gibt es sogar 4 Teile, glaube ich, mittlerweile schon. Echt? Ja. Alter. Kommt ja sogar noch ein neuer. Hate-Tornado. Das ist richtig angesagt, der Shit, Alter. Ja, das ist so trashig, dass das wieder in ist. Rick? Ja, ich mache gerade noch ein paar Cheeseburgers. Ja, kannst du mir mal noch Senfkörner oder Curry oder sowas zuwerfen? Also Senfkörner haben wir nicht, aber haben wir noch Curry? Natürlich, steht doch alles im Regal. Ja, schmeiß mir das mal zu. Warte. Wo haben wir es denn? Denn... Oh, nee, das hast du leer gemacht. Ja, Curry? Haben wir irgendwo... Wo war denn das? Da unten. Hast du? Da, jo, danke. So, Bratpfanne. Wieso geht denn das nicht? Nö, Toast alle. Wo ist denn das Toast? Mach im Ofen. Bratpfanne? Ach, Curry Powder oder Ingwer. Okay. Ja, du müsstest. Ingwer haben wir auch. Aber Curry Powder macht man aus Curry Leaves, oder? Jo, Curry Leaf Seeds, okay. Müssen wir irgendwie anders machen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich mit einer Mühle oder so. Curry Powder. Das ist eigentlich schon ein übelster Vorteil, dass man sich die ganzen Rezepte einfach anzeigen lassen kann. Naja, sonst du wirst nie einen Überblick behalten. Mit Mörser und, ach Gott, das ist mir zu kompliziert. Was kann ich da noch nehmen? Gemacht. Käse. So, ich pack dann mal, genau, ich muss noch mal meinen Rucksack packen. Machen wieder so Eisenpickaxe oder Steinpickaxe? Pixar, hast du einen Rucksack? Nee, nicht. Soll ich dir noch einen machen? Ja, bitte. Ich hab hier noch ein bisschen Leder. Ja. Der brauchte doch einfach bloß Leder, oder? Wie war das? Ja, hast du original... die Rucksäcke die ganze Zeit gemacht? Ja, hast du original Leder oder hast du es gemacht aus den... Nee, original Leder habe ich noch. Fake-Leder. Fake-Leder wäre dir jetzt nicht gut genug gewesen, oder was? Fake-Leder kann ich auch machen. Habe ich auch vorbereitet schon Sachen. Nee, ich will ja Fake-Leder. Ich nur nichts von Tieren. Na dann nehmen wir Fake-Leder. Warte, das müssen wir noch machen. Aber, nee, aber das musste zeigen. Achso, du nimmst ja gar nicht auf gerade. Nee, das bin ich. Hast du nicht letztes schon Fake-Leder gemacht? In deiner Aufnahme? Oder nee. Nee, das war meiner. Wir haben uns bloß darüber unterhalten. Wie es geht, aber ja, wirklich gemacht haben wir es nicht. Wir haben alles vorbereitet. Wir haben das da ins Wasser gepackt, das Zeug, aber. Mehr auch nicht. Also das Lager sieht so ziemlich nice aus, ne? Silken Tofu habe ich noch, scheiße. Ihr müsst da mal reingucken, wie weit ich schon hier wieder gebaut habe. Silken Tofu. So. Tofu. Gibt's doch so viel zu tun. Rick, gibst du mir noch das Eisen? Jo, hier in der Kiste. Hab noch gar nichts davon verbraucht. Hab nur einen Eimer gebaut. Aber du brauchst auch noch Werkzeuge. Ja. Okay. Ich auch, ja. Ich hab noch eine Eisenschaufel, eine Eisenaxt, aber die sind beide fast tot. Naja. Und mein Schwert ist ganz gut. Aber ich hoffe ja, dass wir mal auf einer ordentlichen Reise mal die ganzen geilen Schwerter und so finden, mit den ganzen geilen Effekten. Nee, so weit reisen tun wir jetzt nicht, ne? Ja, das müssen wir aber auch mal tun. Warum machen wir das eigentlich nicht? Na, weil wir jetzt erstmal die Höhlen erkunden gehen, weil wir die erst brauchen. Okay, das ist eine Idee. Dachte ich mir. So, hier packen wir Cheeseburger rein. Wechsel, was hast du noch an Werkzeugen? Nur bloß ein paar Steinspitzhacken. Hast du immer noch so ein Eisenschwert? Ja. Ich
Ich habe immer noch so zwei Stacks Steaks mitgenommen. Zwei Stacks Steaks? Also acht. Na, diese Steaks und Chips. Achso. Ich habe jetzt zwei Stacks Cheeseburger, zwei Stacks Steaks und Chips und wir haben jetzt noch 4x4 Cheeseburger. Also ihr könnt auch noch jeder zwei Stacks Cheeseburger mitnehmen. Und wir haben noch von diesen Steaks und Chips auch noch 4 Stacks. Also könnt ihr auch noch jeder zwei Stacks mitnehmen. Damit müssten wir eigentlich hinkommen, oder? Mit 8 Steaks und 8 Cheeseburger. Ja, definitiv. Jo. Das ist krass, wie viel wir da jetzt vorbereiten mussten. Einfach nur, damit wir Fratzen haben. Achso, Fexer. Hm? Ja, dein Buch noch. Was ist das für eins? Na, dein Atlant. Achso, dein Atlanten. Oh. So, dann habe ich Rucksack, ein paar Fackeln, Atlas. Ja, das Inventar müssen wir noch leer machen. Sind nicht Sinn, das Scheiß mit rumschleppen hier. Kein Platz? Den Platz machen. Leder da rein, das Dirt. I'm digging in the dirt. Das ganze Holz, das muss ich alles noch wegbringen. Silken Tofu muss man unten noch reinschmeißen. Oh. Muss ich alles noch rüber ins Lager bringen, das Zeug. Ist einer gerade von euch Stickies noch hier? Nee. Ich habe noch richtig viele. Gib mal. Warte, ist was Falsches? Mensch. Ja. Kotzt ordentlich aus, Junge. Hast du jetzt einen Rucksack? Das ist eben, wollte ich machen und hab's nicht getan. Warte. Also diese Firmtofu. 1000 Füßel.